Servus Leute, willkommen zurück zu Kingdom Hearts 2. Ja, ich habe 5 Stunden gebraucht, um einzupennen. Ich bin die ganze Zeit im Bett gelegen, habe mich hin und her gerollt wie ein Hund oder wie eine Rindsroulade. Deswegen bin ich dementsprechend müde, aber es ist trotzdem 5:30 Uhr morgens. Warum bin ich jetzt hier im Herrenhaus? Ich wollte euch doch was zeigen, weil das hätte ich fast vergessen. Eigentlich habe ich es nicht vergessen, aber irgendwie war ich zu faul daran zu denken. Deswegen zeige ich euch das jetzt mal, damit ich es nicht vergesse. Ey, hält es sich am Geländer fest? Weg da! Stattdessen sammle ich noch Items ein. So, da drüben. Oh. Wisst ihr was? Die Form muss auch ein bisschen aufgemotzt werden. Lalala. Ja, ich blödel mit dem Schlüsselschwert rum. Oh, und ich kann über den Boden gleiten. In der Form brauche ich ziemlich lange, um die Viecher zu killen. So. Einmal würde ich das hier zeigen. Nitriltropfen, ja gut, das hat sich nicht ausgezahlt, aber das da hinten, das ist das wesentlich Wichtigere. War ich, glaube ich, noch gar nicht drin. Speisesaal. Da hinten ist eine Truhe. Wenn da nur die Karte drin ist, dann... Ich habe Level Up. Aber wenn das so weitergeht, bin ich sowas von überlevelt. Oh, nur deswegen. Nee, da ist auch noch was. Sieht nicht so aus, als ob sie es ausgezahlt hätte. Naja, egal. Hauptsache, es ist auf Aufnahme. Das wollte ich ja. Oh. Okay. Doppelsprung kann ich keinen. Ich glaube, irgendeine Form muss ich leveln, damit ich Doppelsprung kann. Egal. Ich wollte jetzt eigentlich nicht speichern, aber... Habe schon aus Reflex. So. Zurück zur Weltkarte. Jetzt geht's ab nach Ariel. Und wenn ich die Ariel-Welt dann auch abgeschlossen habe, dann sollte ich, glaube ich, vorerst fertig sein mit den Welten. Zumindest Hauptstory-mäßig. Kann ich da endlich oben durch die Tür durchgehen? Dann schauen, was mich erwartet. Müsse, glaube ich, keine Lust. Siehst du zuversichtlich aus? Denkst du, kannst mir mit dem Anhänger helfen? Ja, weil ich blöd bin und die Magie schon lange habe. Das ist wunderbar, Sora. Bestimmt freut er sich sehr, das wiederzubekommen. Und wer ist dieser Er? Vater! Ariel, du weißt doch, wie gefährlich die Menschen sind. Du
kennst ihn doch nicht mal. Vater, die Menschen sind sicherlich nicht alle so schlecht, wie du sagst. Und ich werde es dir beweisen, dass es auch viele gute Menschen gibt. Ich meine es ernst, Ariel. Ich muss dich endlich zur Vernunft bringen. Und da du mir keine andere Wahl lässt, so sei es. Nein! Ich glaube, das sind diese Aale. Wie heißen die nochmal? Ariel, du armes Kind. Nee, es ist Ursula höchstpersönlich. Du bist Ursula, die Seehexe. Hat mein Vater dich nicht verbannt? So ist es, mein Seeherzchen. Aber wie könnte ich wegbleiben, nachdem ich gehört habe, wie sehr du leidest? Was du brauchst, ist der Ratschlag einer Frau. Was, wenn ich all deine Träume wahr werden lassen könnte? Mein Vater würde das niemals zulassen. Oh, naja, dann kann es keine Liebe sein, wenn du die Sache so leicht aufgibst. Siehst du mein unglaublich vertrauenserregendes Gesicht? Könntest du mir wirklich helfen? Aber wie? Das Problem ist einfach gelöst. Du musst auch ein Mensch werden. Ein Mensch? Und du kannst mir helfen? Naja, zur Hälfte bist du ja schon mal einer. Mein liebes, süßes Kindchen, das ist mein Beruf. Wie schrecklich, Fabius. Das musst du dem König berichten. Warum macht's er nicht? Geht klar. Dann ist es abgemacht. Ich verwandle dich hier und jetzt in einen Menschen. Alles, was du tun musst, ist, einen kleinen Vertrag zu unterschreiben. Einen Vertrag? Ganz genau, Zuckerstück. Deine Gegenleistung ist mehr eine Geste, eine Lappalie. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Meine Stimme? Fast hätte ich es vergessen. Ich kann dich nur für 3 Tage in einen Menschen verwandeln. Bevor die Sonne am 3. Tag untergeht, musst du es geschafft haben, dass sich Prinz Halbherzblatt in dich verliebt hat. Das heißt, er muss dich küssen. Wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau und du gehörst an mir. Vielleicht findest du meine Bedingungen ein wenig hart. Aber immerhin bist du König Tritons hübsches, kleines Prinzesschen. Von ganz Atlantika verehrt. Das ist praktisch die Garantie auf ein Leben im Glück. Bist du sicher, dass du nicht auf deinen Vater hören willst? Du musst dafür nur deine wahre Liebe aufgeben. Na komm, Zuckerstück, das ist deine letzte Gelegenheit. Und ich muss gehen. Aber mir liegt natürlich nichts ferner, als dich zu irgendwas zu drängen. Hör nicht auf sie, Ariel! Wie du willst. Ich werde dich nicht mehr behelligen. Ich verschwinde. Du wünschst meine Hilfe ja offenbar nicht. Schade nur um deinen Märchenprinzen. Du hast dir da nämlich was Hübsches geangelt. Halt! Ich muss nur hier unterschreiben. Wir sind uns also einig. Dann wollen wir mal. Ariel, nicht! Sora, bitte, du musst sie unbedingt aufhalten. Aufhören! Ha!
nein! So kann sie nicht atmen! Bitte wach auf, öffne die Augen. Vorsicht, langsam. Was ist los? Kannst du nicht sprechen? Sag mir, woher kommst du? Das ist mein Anhänger. Ich fasse es nicht, du hast ihn gefunden. Danke. Bitte, komm mit zum Schloss. Ich werde dir helfen. So viel zur Story von Ariel. Sieht so aus, als ob es ganz gut läuft. Schon, aber sollten wir König Triton nicht davon berichten? Nee, der zieht uns die Haut ab. Auf keinen Fall! Es würde ihm das Herz brechen, wenn er es herausfinden würde. Was sollen wir also tun? Wir werden schön hierbleiben und ein Auge auf Ariel haben. Das ist es, was wir tun werden. Ich schätze, mehr können wir wohl auch gar nicht machen. Schalalalala, nein, oh nein, so klappt das nie, oh nein, glaub mir, küss sie doch. Müssen wir das jetzt auch machen? Das wäre lustig. So, die Frage ist nur, was müssen wir jetzt machen? Weil an die Oberfläche können wir leider nicht. Sade Sora würde sich zurückfahren, dann könnte er mit Prinz Eriks Schloss rumrennen. Wäre auch lustig. Aber Ariel ist jetzt nicht mehr da. Ich könnte trotzdem spielen, dann ist sie auf einmal wieder da. Ich habe ein Haar im Mund, das ist ja ekelhaft. Ja, Triton, Ariel ist weg. Das ist nur zu ihrem Besten, ich bin jetzt nicht in der Stimmung zu reden. Lass mich allein. Danke. Arsch. Deine Tochter ganz schön was angetan. Na gut, manchmal muss man zu seinen Kindern ein Arsch sein. So, die Frage ist nur, was mache ich jetzt? Kurz rausgehen, damit eine Episode angezeigt wird? Nee, oder? Versuchen wir es mal. Dann mit Sebastian reden. Dann mit Fabius reden. Weil in Ordnung ist, wenn ich mir wüsste, wie wir helfen können. Hier ist das Schwimmen wesentlich angenehmer als wie im ersten Teil. Wo ist denn Sebastian? So, es ist eine Koralle. Da könnte er sein. Den habe ich gar nicht gesehen, weil er so unauffällig ist. Ich sollte nachsehen, wie es Ariel geht. Geht mir.
Ich muss die ganze Zeit gehen, tut mir leid. Also bleiben wir hier und beobachten sie. Hast du denn eine bessere Idee? Wir könnten die Seeexer dazu überreden, ihre Stimme zurückzugeben. Ha, sie wird sich überhaupt nicht mit euch abgeben. Hey, man weiß nie, bevor man es nicht versucht hat. Vielleicht hast du recht. Ist zumindest besser als Schärchen zu drehen. Schärchen, also Daumen. Kann ich mich darauf verlassen, dass er sich um Ursula kümmert? Aber natürlich. Ich finde übrigens das Kleid, das Ariel da hinten trägt, sehr hübsch. Wo ist Sebastian? Also König Triton hat ihn in den Palast bestellt. Ob es wohl um Ariel geht? Wenn König Triton herausfindet, was passiert ist, gibt's Ärger. Erst recht, weil wir ihm nichts gesagt haben. Was ist mit Ursula? Und wie läuft's bei Ariel? Sie hat nur bis zum Sonnenuntergang morgen Zeit. Stimmt doch, oder? Hey, seht doch! Oh. Ich kann nicht sehen! Alles in Ordnung. Mann, sie waren so nah dran. Also dann, wir sollten weiter nach Ursula suchen, oder? Ja, gute Idee. Ursula ist spurlos verschwunden. Wo könnte die Seehexe denn bloß stecken? Ariel weint schon eine ganze Weile so. Hier, wo du lebst, will ich bei dir sein. Hier, wo du lebst, will ich bei dir bleiben. Hier will ich sein, du bist mein Glück. Wann, sag mir wann, wird es passieren, dass wir dann mit dem Prinzen stimmt doch was nicht. Seht mal da! Werd ich wie sie, zeigst du mir wie. Das ist Ursula! Sie muss sich in das Mädchen verwandelt haben. Okay, jetzt reicht's. Was ist geschehen? Erik! Du! Diese Stimme! Du bist es! Du hast am Strand gesungen! Oh, Erik, ich wollte es dir sagen. Natürlich! Du warst das! Du bist das Mädchen, das mich in jener Sturmnacht gerettet hat. Oh, welch Glück! Das Mädchen, das ich so sehr liebe, ist auch noch meine Retterin. Erik! Nicht so schnell! Siehst du, was ich sehe? Zu spät! Ariel! Haltet euch da raus, ihr Narren. Tritons hübsche kleine Tochter hat einen Vertrag unterzeichnet. Also, Schätzchen, mal sehen, wie hübsch du noch bist, wenn ich mit dir fertig bin. Der Vertrag ist doch ein Witz. Lass sie frei! Wie meinen?
Aber, nicht einmal der große Meerkönig kann einfach so Abmachungen brechen. Der Vertrag ist legal, verbindlich und unumstößlich. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich habe da noch etwas zu erledigen. Warte, Ursula. Vertrag ist Vertrag. Aber versprich mir, dass du meine Tochter freilässt. Verstehe ich das richtig? Du bietest mir an, Ariels Platz einzunehmen? Ich fürchte, mir bleibt keine andere Wahl. Eure Majestät! Endlich! Vater! Ha! Wer ist jetzt der mächtige Herrscher des Ozeans? Du Monster! Mach es ungeschehen! Ah! Erik! Na warte du jämmerlicher, unbedeutender Mensch! Jetzt reicht's aber wirklich! Folgt euch alle meiner Macht! Eine musikalische Herausforderung. Ich glaube, draußen herrscht Sturm. Alle Leiste erschienen. Drück schnell X hintereinander, um Ursula zu besiegen. Sie ist am Abzubrechen. Okay, das mache ich noch. Moment, dafür ziehe ich die Jacke aus, weil da muss ich richtig in Topform sein. Schnell hintereinander eine Taste drücken, also Button-Mashing. Das kann ich eigentlich ganz gut. So. Finger knacken. Ah, perfekt. Eigentlich kann ich es ganz gut. Schauen wir mal, wie ich in Form bin. Deine Ariel würdest du kämpfen jederzeit, beinahe tust du mir schon leid. Ich werde sie nicht verlieren. Wir helfen dir, dann kann nichts passieren. Meerschaum und Abschaum. Meine Süßen, schnell wie das Licht. Liebste Schätzchen, ihr enttäuscht mich nicht wohl an. Mama braucht euch, schnappt das Pack und tut. Da täuschst du dich. Die sind bereits Geschichte. Wenn ihr jetzt schon glaubt, ich sei am Ende, seid ihr blind, weil es weitergeht, bis Ursula gewinnt. Easy. Ich muss jetzt ruhig sein, um mich zu konzentrieren und zu gucken, was wann kommt.
Die ersten paar habe ich verkackt. Das glaubst nur du. Nein, das kann doch nicht sein. Es ist aus, Ursula. Der gehört mir. Gerne doch. Du kannst ihn haben. Bitte, Ariel, du kannst jetzt ins Boot kommen. Es ist vorbei. Ariel? Verzeih mir, Erik, aber ich bin eine Meerjungfrau. Das kann doch nicht sein. Ich wollte es dir ja früher sagen. Ich narr. Erik, leb wohl. Hätte ich doch nur fleißiger schwimmen geübt. Aber es ist nie zu spät, dazuzulernen. Gibst du mir Unterricht? Oh, lieben gern. Na also! Mysteriöser Graben. Das ist hohe Magiekraft und erhöht den Schaden, der durch eisbasierende Attacken verursacht wird. Zerg ist ein starker Typ und mutig um drein. Ja, aber er ist ein Mensch. Na, mein nicht schon wieder. Wie lief es mit deinem Vater, Ariel? Super, danke für eure Hilfe. Ich muss los, bis später. Hey, warte. Sebastian, beinahe hätte ich es vergessen. König Triton sagt, dass diese Gefäß sei so wichtig, dass das Musical besser alles übertrifft, was du je gemacht hast. Alles übertrifft, was ich je gemacht habe? Sag schon, was ist denn los? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Was? Aber wie? Das hat das Musical perfekt gemacht. Und jetzt ist Blitzra-Magie. Und ich wette, die habe ich schon. Okay, neue Episode sind zugefügt worden. Das heißt, ich habe sie. Gut, dann würde ich sagen, das war Kingdom Hearts 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.